Ein chaotisches Willkommen und herzlich willkommen zurück hier zu Borderlands The Pre-Sequel. Wir sind dabei, Laszlo zu folgen. Ja, Robert ist auch da, hi. Ich wollte mich nochmal melden. Wir wollen den super Weltraum-Pülpser erkennen. Pülpser. So für ein Thema, der ist unten, du Sack. Der ist oben, oh. Das wusste ich doch nicht, ich dachte, der ist unten. Ah ne, wir sind ja erst unten gelaufen. Nein, Treppe da. Na, ich komme ja schon. Den. Ich stirb, stirb, stirb. Betritt den Ungezieferbau? Aber natürlich. Immer noch. Klingt sehr harmlos. Ja. Achso, achte mal ein bisschen auf Echos noch. Echos. Ach, guck mal, da ist Zusatzmission. Ja, ja. Ich sammle Echos und so immer auf, wenn ich so finde. Ungeziefer, töte sie! Die Gehirne dürfen nicht verungeziefern! Die Gehirne dürfen nicht verungeziefert. Genau, das genau das dachte ich mir jetzt auch gerade. Lass die Pestilenz platzen. Ist es richtig, dass wir darauf schießen? Ich habe keine Ahnung, ich versuche da auch jetzt die ganze Zeit drauf zu schlagen, aber das geht nicht. Hä, wie geht denn das? Achso, ja, wir müssen glaube ich warten, bis die sich immer regenerieren, oder? Ja. Mit Händen? Ja. Ah, im Nahkampf. Ah. Dann verprügeln wir mal Ungeziefer. Ups. Ah, die müssen so zusammenkommen, wisst ihr? Ja, ja, die müssen sich wieder regenerieren. Und dann können wir. Okay, links und rechts. Ich nehme links. So. Oh Gott! Was? Setzt deine Arschbombe ein? Zertrample! Naja, das ist hier, warte, pass auf. Diese Stampfattacke, genau. Muss nur ordentlich timen. Es sind keine Echos. Finden wir bestimmt noch. Lüftung einschalten. Okay. Drehen wir mal in irgendein Rad. Wir drehen am Rad. Sie schnauchen, keuchen, zwischen Motoren. Nicht! Lass die Infektion nicht länger atmen! Ah ja. Okay, dann machen wir die Lüftung wieder zu. Das reicht, du hast die Infektion gestoppt oder so. Komm zurück! So, warte mal, jetzt suchen wir aber trotzdem mal nach den Echos. Die Dinger müssen doch hier irgendwo sein. Die sind hier irgendwo mit Sicherheit. Okay, ja, ich fühle mich seltsam. Hör auf zu kotzen. Wirkkotz. Roffel. Roffel. Ah, hier ganz sind einfach Roffel. Zwei Echos. Aber hier ist ein Gegner. Guck mal, einmal platt hier. Mache das, ich such mal weiter nach den Echos. Hier sind zwei Gegner. Oh. Alter, hör auf mich zu kratzen, du Mädchen! Müssen wir einfach die Schädel abschießen? Warte mal. Guck mal, hier ist ein Echo. Wo hast du das Ding gefunden? Es lag hier auf dem Boden. Die leuchten leicht grün. Ihr seid der Anbruch eines neuen Zeitalters der symbiotischen Partnerschaft. Dann gucken wir mal hier oben, auch nicht. Wie findet man die? Das ist schon mal... Das kann da wohl nicht so schwer sein. Na gut, in der Farbe doch eigentlich schon. Die leuchten grün in einer grünen Umgebung, also. Naja, aber das Leuchten sieht man. Ja, das ist ein ganz schwaches Leuchten. Ich gucke mal, ob hier oben vielleicht nochmal irgendwo welche sind, aber nee, ich glaube nicht. Echo. Hallo Echo. Hallo Daniel. Burner. Das ist voll der Hammer. Wie? Na, das ist ja voll der Hammer.
Da hatte ich heute einen Gast dran, kommt aus Sachsen. Oh Gott. Sagen Sie mal, kommen Sie etwa aus Sachsen? Nö, ich habe auf dem Campingplatz gearbeitet und wenn jemand anfängt zu sächseln, fange ich damit auch an. In diesem Fall Grüß. Ich habe noch eins gefunden. In diesem Fall Gruß an mein Nachbarland. Es tut mir so leid. Nachbarbundesland. Sarion hat es befohlen. Sie sagte, es wäre gut für alle, dass nur ihre Infektion die Kammer retten könnte. Naja, ist es ja ein Ding. Es tut mir leid, meine Hübschen, aber ich muss euch laufen lassen. Zum Wohle von uns allen. Ab in die Freiheit, meine schönen Biesterchen. Ab hinaus in die Nacht. Vergesst mich nicht. Naja. Wen soll man nicht vergessen? Ihn. Wer ist ihn? Fängt. Sorry, wollte ich nicht. Wo sind zwei diese... Wir haben zwei. Wo sind die Echos? Wo? Von wie hast du die gefunden, die anderen beiden? Die lagen auf dem Boden, weil sie grün geleuchtet haben. Beziehungsweise irgendwo oben lagen sie. Du musst mal drauf achten, wo es grün leicht schimmert. Da nein, wirklich? Sein. Bist du dir ganz sicher, dass ich darauf achten soll? Nein. Rein theoretisch müssen die ja auch hier sein, oder? Na, ich denke mal, hier in dem kompletten Abschnitt werden sie irgendwo versteckt sein. Das war alles nur Verarsche. Nein! Für mein Leben gern Menschen. Nein! Du wusstest gar nicht, dass ich da bin. Ey, du bist doch... Alter! Du wusstest gar nicht, dass ich da bin. Oh, erledige Lazlo. Okay, wir können auch eine Runde suchen. Erledige Lazlo? Lazlo? Ja, ja. Wir können eine Weile suchen. Der ist erstmal dabei, eine Runde auszurasten. Der ist schwach? Der rastet gerade einfach nur aus. Achso. Oder wollen wir ihn einfach erledigen und fertig? Sonst suchen wir uns ja dumm und dämlich. Komm. Ja, wir finden mal noch. Finden wir. Ja, ich hab gedacht, ich treffe von hier aus mit der von dort aus mit der Granate. Du weißt schon, dass der, glaube ich, unter uns ist, ne? Achso, okay, gut. Egal. Ich gucke jetzt hier nochmal, aber. Eigentlich? Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht so schwer sein, hier ein Echo zu finden. Selbst wenn die grün schimmern, das Schimmern sieht man. Müsste man normalerweise das ist sehen. Ganz, ganz leichtes Schimmern. Ich kümmere mich eine Runde mal um Lazlo. Ja, selbst das ganz, ganz leichte Schimmern müsste man sehen. Mal ganz ehrlich, wo ist dieser blöde Typ? Ach, ich komme wieder hoch. Ich erst verhauen, dann zerkauen. Heißt der Typ hier. Ah ja. Genau. Verstehe ich vollkommen. Ich komme jetzt einfach zurück. Ein eingelegtes Einzelstück. Wolf und Saint, an die Arbeit! Hä? Na? Ich bin super toll. What the fuck? Ja. Ich sehe nichts, ich bin eingefroren. Ja, wo ist der? Ich hab keine Ahnung. Wo ist der? Über uns? Über uns. Gegangen, ja. Ach, hier ist er. Ha! Gotcha. Ist er tot? Jo. Toter geht's nicht. Er ist Töter. Tot-Töter. Er ist tot, Töter, er ist Lazlo. Und was ist mit Lazlo? Naja, ist Lazlo. Er ist tot, Töter am totesten. Ich weiß, der ist schlecht. Oh komm, scheiß drauf. So. Wir haben jetzt nur noch eine Mission hier abzuschließen. Echt? Dann haben wir alles? Parasitbefall, dann haben wir sämtliche Nebenmissionen erledigt. Cool. Das heißt, wir dürfen jetzt wieder laufen. Ja, was für ein Zufall. Ist ja so lange her, seit wir das letzte Mal gelaufen sind. Nein! Nein! Lasst mich in Ruhe. Ach, jetzt hör doch mal auf, wieder zuzumachen! Wichser! Hier ist ein kleiner geheimer Raum. Was ist das für ein Raum? Ha? Egal.
Kann ich jetzt endlich, danke. Natürlich bist du schon viel weiter. Ich geh mal gleich einen direkten Weg. Nee, ich komm nicht zur Lost Legion. Schwein gehabt. Au, au. Au, Begeisterung, au. 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 Hey, ich bin genauso schnell wie meine Raketen, cool. Das würde mir ehrlich gesagt mehr Angst machen als alles andere. Ich bin fast schneller als die Raketen, sagen wir mal so. Nein, 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 nein. Mach auf, mach auf, mach auf, mach auf. Ah! Oh. Überlebt mit 15. Alles okay mit dir? Na, das Luftschiff hat mich gerade angeschossen und ich habe mit 15 überlebt, mit 15 Lebenspunkten. Ja, gut. Deswegen habe ich, auch gerade so nein, 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 nein gesagt, weißt du. Ja, wir müssen verkaufen und einkaufen. Shopping! Shopping im Borderlands-Stil. Nein, so nennen wir die Folge dann nicht. Hast du mich verstanden? Lass mir was anderes einfallen. Meine Folgen sind immer einfallsreich. Musste das jetzt sein? Ja. War klar. Die Feuerrate, scheiße. So. Du kannst dir auch Gesundheit kaufen auf Master Chef. Gewährt Immunität gegen Feuerschaden. Das ist ja mal ein geiles Schild. Wenn es aufgebraucht ist, versucht es Ach so. Wenn es aufgebraucht ist, verursachen Nahkampfangriffe zusätzlichen Roid. Schaden nur, dass es 12.000 kostet. Bisschen zu teuer. Bin auf dem Weg. Bin auf dem Weg. Ey, ich komme hier nicht rüber. Warum? So. Oh, brauchst gar nicht laufen. Ne? Nö. Ich reise für dich. Nett. Jo, ne? Sowas nennt man nett. Service. Service nennt man sowas. Ah, ist eine Servicekraft bist du also. Ja, bin ich sowieso. Ich bin mittlerweile ein Dienstleister. Dort bist du ja auch. Ja, bin ich auch. Irgendwo, ich bin nämlich beides. Denn was einfach so wie es ist, ich bin Reiseberater, Punkt. Du bist gedä. Nee, nee. Aua! Mann, passt doch mal auf. Alter Schwede! Sergeant, komm her! Komm her, du! Geht doch! Erstmal ein bisschen Energie aufladen. So, er muss doch irgendwo eine Schnellreisestation sein. Wir müssen hier rein, das weißt du schon. Nein, oder? Oder? Ja. Nein, müssen wir nicht, wir müssen hier lang. Guck mal hier, hier geht's. Ach, wir müssen hoch ins Büro, kann das sein? Genau, in the office! Let's go in the office! Wir müssen ins Oval Office. Ins Oval Office. Oh. Und Obama jetzt besuchen. Sind wir da, wo wir heute gestartet sind? Ja. Staubsauger! Staubsauger! Du hast da was vergessen. Guck mal da, da liegt noch ein Staubsauger. So. Oh, hier ist doch noch eine. Nein. Die Infektion scheint es wirklich zu geben. Oh, hier sind noch zwei. Hab ich jetzt alle genommen? Das gibt's doch nicht. Was nehmen wir denn? Warte mal. Darf ich mal? Was haben wir jetzt überhaupt? Ich gucke, lass mich mal gucken. Warte mal. Also, Ausmerzen, baue Killerroboter für Tarsita? Oder melde dich am Hyperion-Geschütz. Das ist doch schön. Also bei dem einen gibt es eine Pistole oder ein Schild, beim anderen gibt es ein Scharfschützengewehr oder eine Shotgun. Ich wäre es für Scharfschützengewehr erstmal primär. Ich auch. Ich auch.
Man hat von einem pandoranischen Waffenhändler eine Ladung Beute gekauft, die momentan auf die Helios verschifft wird. Ach, wie schön. Ihr Vorstand ist auf meiner Seite. Kammerjäger, schmeißt euch an die Geschütze und verteidigt die Waffenlieferung. Ich sagte, warte mal. So. Das machen wir aber das nächste Mal. So Kess wie wir sind, beenden wir jetzt die Folge und machen mit Werd nicht Kess in der nächsten Folge, nämlich bei Robert Zweiter, also beim nächsten Multiplayer-Tag. Haut rein, bis dann. Ciao.